Morgen werden alle Augen auf eine kleine Stadt in der Schweiz mit pittoreskem See samt Springbrunnen gerichtet sein. Denn in Genf wird es zu einem historischen Treffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden kommen. Das Verhältnis des russischen und des amerikanischen Präsidenten ist vorbelastet. Biden hat Putin ja in einem Interview als Killer bezeichnet. Was vom morgigen Tag zu erwarten ist, weiß Ansgar Gersmann. In Genf treffen sich am Mittwoch Wladimir Putin und Joe Biden. Ein schwieriger Gipfel, denn um die Beziehungen zwischen Russland und den USA steht es nicht gut. Der Ukraine-Konflikt, der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, Syrien, die Liste der Differenzen ist lang. Das wird auch nach dem NATO-Gipfel deutlich. Laut US-Präsident Joe Biden wollen Russland und China das Bündnis spalten, aber die Allianz sei robust. Er sei nicht auf einen Konflikt mit Russland aus, aber werde dem russischen Präsidenten die roten Linien aufzeigen. Auch Putin gibt sich vor dem Treffen mit Joe Biden selbstbewusst, spricht von einem Tiefpunkt der Beziehungen und weist etwa den Vorwurf der Cyberangriff in einem Interview mit dem Sender NBC zurück. Die USA hätten nie Beweise vorgelegt. Es gibt in Genf also viel zu besprechen und die Präsidenten sehen trotz aller Kritik auch Potenzial. Es gäbe Bereiche, in denen man zusammenarbeiten könne, so Joe Biden. Putin hält einen Gefangenenaustausch für möglich.